Hallo Leute, ich bin mal wieder mit dem Alpaka Gnu unterwegs und ich habe heute einen selbstgenähten Trockenanzug dabei. Den will ich euch jetzt mal zeigen. So, das ist das gute Stück, genäht aus Gore-Tex Pro mit einem Tiefste-Preisverschluss zwischen den Beinen zum Einsteigen, mit Manschetten aus Neopren hier oben am Hals, hier an den Händen, außerdem verschließbare Bündchen. Mal gucken, wie der sich macht. Ich ziehe ihn jetzt das erste Mal an. Die Bündchen gehen gut drüber, sind aber trotzdem relativ fest. Müssen sie auch sein, sonst dringt da Wasser ein. Ja, das muss man ein bisschen besser machen. Ja, sitzt soweit ganz gut. So, jetzt kommt das Kunststück hier reinzukommen. Also ihr seht, ich habe hier Füßlinge angenäht. Die Füßlinge sind nicht aus Neopren oder sonstigen Materialien, sondern die sind aus demselben Gore-Tex-Stoff wie die Jacke selber, wie der Anzug selber. Das ist bequemer, die sind dadurch natürlich auch empfindlicher. Ich habe deswegen vor, hier immer Socken drüber zu ziehen. Jetzt habe ich noch die Schuhe an. So, und jetzt gucken wir mal, wie das geht mit dem Zumachen. Ich würde sagen, macht sich ganz gut. So. Jetzt muss ich, glaube ich, da mal rein. Ja, ein kurzer Test. Ich merke, an ein paar Stellen kommt hier ein bisschen was rein. Damit habe ich auch gerechnet. Besonders hier an der Stelle. Hier habe ich innen einen Hosenträger angenäht. Die Möglichkeit, einen Hosenträger anzubringen. Und ich habe das zwar jetzt mit Band gedichtet, aber noch nicht mit Aquaschur. Und das steht noch aus. Und da habe ich gemerkt, hier hinten kamen ein paar Tropfen rein. Das merke ich jetzt auch in dem Merino-Shirt. Ansonsten sieht das aber eigentlich ganz gut aus. So, ihr seht ja, ich habe jetzt das Boot aufgebaut und habe den Anzug ganz bewusst dazu angelassen. Ich wollte einfach mal testen, wie sehr kommt man hier ins Schwitzen, wenn man sich ganz normal drin bewegt. Und hat er überhaupt genügend Raum, um sich auch völlig frei drin zu bewegen. Und ich muss sagen, super. Also mir ist es gelungen, den so zu dimensionieren, dass er nicht zu weit schlabbert, aber trotzdem weit genug ist, um alle möglichen Bewegungen zu ermöglichen. Darum war es mir zu tun. Und ja, jetzt muss man einfach mal sehen, wie sich das dann auch beim Paddeln auf dem Wasser macht.
Ja, da bin ich wieder. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde da draußen unterwegs gewesen und es macht riesig Spaß. Der Anzug hält einen wirklich trocken. Spritzwasser spielt alles keine Rolle mehr. Ins Wasser fallen, ja, das kann ich auch, wenn ich hier hinten abgedichtet habe. Das werde ich dann zu Hause machen. Ansonsten, die Atmungsaktivität gefällt mir auch ausnehmend gut. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich drauf gesehen habe, dass hier möglichst wenig Nähte sind. Also ich habe zum Beispiel hier keine Außennaht am Bein, nur diese Innennaht. Dann habe ich natürlich eine Naht hier, um den Arm anzunähen, eine Naht vom Handgelenk bis zur Hüfte und eine Naht, die hier ringsrum geht. Hier natürlich noch eine Schrittnaht. Das ist alles. Und diese Nähte, die muss man natürlich abdichten. Und an diesen Stellen ist der Stoff natürlich auch nicht mehr atmungsaktiv. Aber was übrig bleibt, ist eine riesige Fläche, die atmungsaktiv ist. Und man schwitzt in dem Ding nicht. Gefällt mir sehr gut. Ja, so, ich ziehe den Anzug jetzt wieder aus und ich bin natürlich auch sehr darauf gespannt, wie trocken oder eben nass die Sachen geworden sind, die ich hier drunter hatte. Denn ich bin, wie gesagt, einmal komplett ins Wasser gegangen. Viel trocknen konnte ich hier wahrscheinlich nicht und ich bin jetzt mal gespannt. So, zuerst muss man hier wieder den Reißverschluss aufmachen. Und sollte sehen, dass hier nicht zu viel, am besten überhaupt kein Sand drankommt. Ein bisschen Sand ist da jetzt dran. Jetzt muss ich hier als erstes mit den Füßen raus und dazu ziehe ich mal hier die Socke raus, die ich hier zum Schutz drüber habe. Also hier ist alles trocken. Ja, die Socke hier, die ist feucht. Aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Ich bin schließlich die ganze Zeit hier im Sand rumgelaufen und auch im flachen Wasser. Also, dass das nicht mehr trocken ist, das war mir klar. Ich möchte vermeiden, dass der hier allzu lange im Sand rumhängt. Ja, auch die Socke hier, die ist leicht feucht. Aber wie gesagt, das war zu erwarten. Ansonsten ist hier alles trocken geblieben. Hier hinten, weiß nicht, das sieht man erst, sehe ich jetzt nicht. Also hier fühlt es sich ein bisschen feucht an, aber nass ist das auf keinen Fall. So. Jetzt muss ich hier wieder hier oben raus. Also ist immer das. Der anstrengendste. Ja, da ist auch ein bisschen Spitzwasser am Hals. An der Neoprenmanschette. Hier wahrscheinlich auch. Aber auch hier ist alles trocken. Ja, die Nähte hier, die Dichtung, sieht ziemlich okay aus. Gut, das war's.